Jo Leute und herzlich willkommen zur neuen Folge Pokémon Go. Es ist immer noch Rampenlichtstunde mit Domiesel. Ja, diese Rampenlichtstunde splitte ich tatsächlich in zwei Teile, weil es wirklich viel zu erzählen gibt und zu machen gibt. Es ist 18:59 Uhr, die letzte Minute bricht an. Ich habe den Abenteuerrauch, den täglichen, aktiviert, weil vorhin sehr wenig gespawnt ist. Vorhin bin ich spaziert und da ist hinter mir eine alte Frau umgekippt. Die ist gestolpert. Da musste ich kurz retten. Nein, ist nichts passiert, aber war auch ein kleiner Schock erstmal. Ja, letzte Minute. Die letzten Spawns. Es sieht nicht gut aus, Leute. Nach wie vor kein Shiny. Was ich wirklich lächerlich finde ein bisschen. Weil ich wirklich krass gegrindet habe. Ich habe wirklich sehr, 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 sehr viele gefangen. Und das sieht man auch an den Bonbons. Ich glaube, ich habe ohne einen Bonus in Sachen Bonbons 300, 400 gemacht. Ja. Aber natürlich hat es sich trotzdem gelohnt. Ja, das war's. 19 Uhr. Okay, ja, das waren die letzten. Jetzt kann man nur noch hoffen, dass es unter denen, die ich jetzt hier noch habe, was ist. Ich habe sehr große bekommen, das ist schon mal gut. Und ich habe gesehen, dass ich eins mit einer sehr guten... Oh, das ist auch in Ordnung. Ich habe auf jeden Fall eins mit einer guten IV, was aber halt richtig schlechte WP hat. Zeige ich euch gleich. Wir gehen hier mal durch. Finde ich schon bitter, dass da jetzt nichts dabei war. Genau das hier. Ich weiß nicht, ob ich bessere habe. Also... Ja, kann man jetzt hier nur hoffen. Wir werden auf jeden Fall gleich ein Account-Update machen. Was so meine Pokémon angeht und so. Was ihr alles verpasst habt. Ein Perlo noch aus einer Forschung. XXL. Ja, bitter, Leute. Dafür hatcht hier noch ein 7er Ei. Wow. Mit einem... Ja... Paldea Zickzacks, glaube ich. Ich glaube Paldea. Joa. Abenteuerrauch läuft natürlich weiter. Da kann natürlich auch noch was Nices kommen. Also. Vielleicht mal wieder ein Galarvogel. Ich glaube, ich hatte letztens sogar einen. Der ist mir abgehauen. Und übrigens, natürlich, ich habe die Meisterballforschung beendet. Klar. Das war relativ knapp am Ende. Mit den Raids. Aber ich habe mir den Meisterball vor 2-3 Tagen geholt. Und für den nächsten Galarvogel mit guten WP am Ende, vielleicht sogar Shiny, werde ich den eventuell benutzen. Ja, mal sehen. Noch eine Info. Ab morgen kommt ein neues Event. Ab dem 22. Wo es ja ums Teamplay geht. Und ich glaube, im Dezember gibt es wieder so ein Pokémon Community Day Zusammenfassung, wo alle Pokémon, die dieses Jahr im Community Day waren, an einem Wochenende mit erhöhter Shiny-Chance spawnen. Also das wird komplett durchgesuchtet. Da werde ich wirklich, also wahrscheinlich Samstag und Sonntag jeweils halt 14 bis 17 Uhr. Ich werde alle 6 Stunden durchzocken, sage ich euch, wie es ist. Wenn das so kommt. Was wollte ich sagen? Ja, genau. Ein neues Team-Event. Die Teamfunktion ist bisher nicht so die krasseste, gerade weil die Challenges und die Belohnungen halt ziemlich schwach sind. Aber das Event, was jetzt kommt, ist ziemlich OP, denn ich glaube, es geht vom 22. bis zum 27. Da gibt es beim Tauschen 2 Bonbons extra fürs Tauschen, ein garantiertes XL-Bonbon. Und jetzt kommt's. 5 zusätzliche Spezialtausche am Tag. Wow. Und vielleicht sogar verringerte Kosten, das weiß ich gerade nicht. Aber, Digga, da muss ich mit Kara wirklich viel tauschen. Holy shit, mächtig. Deswegen, wir werden uns vermutlich in diesem Zeitraum nicht so oft sehen. Wow, hier ist ein Miniras. Wow, wie cool. Sehr, sehr schön. Super selten. Genau, also... An alle... Das ist der Moment zum Tauschen. Ja. Klingt also. Klingt sehr, sehr gut. Ne? Ist,
Kann man jetzt nichts dagegen sagen. Und hier ist ein Absol. Genau, die Fashion Week war. Das war das Event, was ihr verpasst habt. Ja, das war relativ langweilig. Es gab halt wieder ein paar Kostüme. Absol hier mit Sonnenbrille. Pikachu mit Sonnenhut, was überhaupt nicht zur Jahreszeit passt, aber okay. Und Koifas ist überall erschienen. Gab schon ein paar neue Spawns, die es so nicht wirklich gibt. Ansonsten gerade. Ja, war jetzt aber wirklich nichts allzu krasses. Okay, es sind noch 2,5 Minuten Abenteuerrauch. Ich laufe jetzt nach Hause und dann gucken wir uns nochmal das alles hier an im Schnelldurchlauf, was so passiert ist. Oder vielleicht nehmen wir uns auch ein bisschen Zeit, keine Ahnung. Dann sehen wir uns gleich. Ja, wo bin ich jetzt genau, in welchem Universum? Was zum Teufel? Warum ist jetzt hier ein Shiny Lumpy? Wie random und wie unfair wieder. Ich meine, ich freue mich natürlich, klar. Aber wie oft ist es so bei der Rammelstunde, dass das Pokémon, was ich hundertfach, fast tausendfach anklicke, dass ich das nicht in Shiny bekomme und dann irgend so ein Random hier in Shiny. Lumpy. Alles klar. Leute, ich begreif's nicht mehr. So, ich melde mich von zu Hause. Ja, das war dann doch ein bisschen enttäuschend heute, muss ich sagen. Es hat zwar Spaß gemacht und es war cool, aber trotzdem habe ich mir ein bisschen mehr erwartet. Mein Bestes von IV, was ich so jetzt gesehen habe, war das hier, was wirklich jetzt nicht so krass ist. Also schon merkwürdig. Ich meine, Shiny, klar, das ist natürlich wirklich sehr unwahrscheinlich, da kann ich es verstehen. Aber dass das hier mein Stärkstes ist, finde ich schon, weiß ich nicht, komisch. Eins mit, also jetzt kommen wir zu den großen, eins mit 2,41 Meter, eins 2,43 und ich habe einen 2,1er noch aufbewahrt für einen dritten Showcase potenziell, deswegen die behalte ich jetzt erstmal. Und dieses Dummiesel ist aktuell mein Bestes, also ein bisschen schwächer als das Beste, was ich jetzt gefangen habe. Ich könnte es natürlich jetzt dann noch ein bisschen pushen, dass es auf Superliga kommt, das kostet mir aber ein bisschen zu viel. Deswegen werde ich das jetzt tatsächlich einfach verschicken, weil brauche ich nicht. Ja, schade. Und jetzt der große Rückblick, was ihr alles verpasst habt. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Das ist wirklich... Eieiei. Ihr habt ja super viel nicht mitbekommen. Ich glaube, ihr habt nicht mal das Krypto-Regigigas mitbekommen. Ich werde jetzt einfach hier mal durchlaufen lassen gleich. Ich glaube, auch dieses Shiny habt ihr nicht gesehen. Ich habe jetzt übrigens Tags erstellt. Das ist ganz, ganz cool. Ich gebe mal kurz ein Schillernd, damit wir nur die neuen Shinies uns angucken, was ihr halt verpasst habt. So. Zum Beispiel hier ein Alola Mauzi, ein Dusselgur, ein Traunfugil, ein Mogelbaum, ein Zubat, Kramorx, nochmal Traunfugil. Dann habe ich, glaube ich, mit der Kara ein Shiny Marbula getauscht. Dann extrem OP. Ich habe ein Krypto Dragoran, bzw. Krypto Dratini aus Team Rocket Kampf bekommen. In Shiny, wie cool. Hat nur einen Stern, aber trotzdem mega. Dann zwei Shiny Mabayas aus der Rampage-Stunde. Genau, dieses Shiny hier wurde sogar ein Glückspokémon, also das war super, super krass. Dann ein Shiny Roselia, ein Shiny Tarnpignon, auch cool. Dann kam der Felino Community Day, da habe ich aufgenommen, da gibt es eine Folge. Und dann hier richtig krass, Shiny Knofenser in Krypto aus einem Team Rocket Kampf, leider ziemlich schwach. Noch ein Shiny Skorgler, ein Shiny Araqua in Schwabach gefangen. Ein Shiny Voltilam, auch ziemlich schön. Ein Shiny Sandan, ein Shiny Flunschilk, mein zweites, beziehungsweise Flunschlick. Und nochmal ein Shiny Quabbel und jetzt von heute natürlich das Lumpy. So, und jetzt gebe ich ein 4 Sternchen und ihr werdet erstaunt sein. Ich habe echt ein paar Hunderter neu bekommen. Also, ich glaube, ihr kennt den Stand nur von diesem Rihornior, was ich mittlerweile gut gepusht habe. Dem Skelocrog natürlich, dem Pamomamo und dem Stalos. So, es geht aber weiter, Leute. Und das ist jetzt absolut geisteskrank. Ich habe, also, so lucky. Ich habe ein Shiny, nicht Shiny, ich habe ein Krypto Dratini bekommen mit 100 IV aus einem Kampf gegen, ich glaube,
Cliff oder vielleicht sogar Giovanni, ich glaube Cliff. Oder irgendein Boss. Also, wie krank. Den habe ich, der hatte ja voll wenig OP, da habe ich so viel Sternstaub reingebuttert und habe den auf 3800 gepusht. Der ist seit 3 Wochen am großen Aber, wo ich im Urlaub war mit Kaga. Ich glaube sogar alleine die ganze Zeit, ja. Der hält da Wache. Also, ja, das, also braucht man nicht reden. Das ist eins der besten Pokémon, die ich jetzt habe. Dann ein Burmy mit 100 IV aus einem Ei bekommen. Entwickelt, auch super gut in der Superliga. Dann ein Fifian gefangen mit 100 IV, ganz random. Super lucky auch. Also, das ist ja mit das Seltenste, einfach einen 100er zu fangen. Ja, aus der Forschung, aus Eiern, da ist die Chance erhöht, oder aus Raids. Aber einfach so zu fangen wild, ist schon wirklich super, super lucky. Dann ein Bubungus aus dem Ei bekommen während des Lichtfestivals. Ich glaube, das kennt ihr noch, weiß ich nicht. Und jetzt ganz neu ein Flauschling mit über 1000 WP in Weißenburg, auch random gefangen, entwickelt zu Sabayone. Und dann habe ich noch ein Charmian aus einem Team Rocket Kampf in Krypto bekommen und ich weiß ja, wenn man was erlöst, dann geht's höher, und das Charmian war bis auf, glaube ich, einen Punkt auf 100, und dann habe ich mir gedacht, ja komm, ich brauche es nicht unbedingt in Krypto, ich habe schon ein gutes Krypto, ich befreie es, dann habe ich einen 100er. So, jetzt habe ich hier einen 100er Schnurrgast. Ansonsten, ja, ein paar Pokémon hier aus Forschungen oder aus Go-Kampfliga, Belohnungen, Porenta aus der Feldforschung, Hutsasa hier, keine Ahnung, gefangen oder so. Ein ganz gutes Nidoqueen habe ich mir gemacht, natürlich Kangama Raids gemacht, noch ein Hutsasa. Ein Krypto Noctuska, wo ich auch überlegt habe, es zu erlösen. Allerdings hat der an sich einen guten Angriffs- und Spezialangriffsbasiswert, von daher lasse ich es in Krypto. Also ganz knappe Geschichte, fast 100. Dann hier noch ein sehr gutes Krypto, Alola Giovatz, ein Scheinungs mit der Mütze. Und jetzt kommt's, in Weißenburg haben wir zu dritt, glaube ich, sogar nur, oder viert, ich glaube sogar nur zu dritt, haben wir einen Krypto Arctos erledigt. Leider noch ein Stern, aber natürlich trotzdem ultra geil. Mein erster Kryptovogel. Hier noch einen Glücksabsol getauscht, Glücksmabula, das kennt ihr, Glücksanurit. Ein gutes Dicta, ja, ein Molly Morba für die, ich weiß gar nicht, für was war das? Achso, Tausch, ja genau, das ist also Trash, den man einfach so tauschen kann. Ein ganz gutes Event-Kirlia, was man leider nicht entwickeln kann. Käufer, Kangama wieder. Gute Gastella auch bekommen. Ah, das war jetzt hier wegen Showcase auch, das kann man wegmachen. Achso, egal welchen Tag, bei den Tags kann man... Ah ne, ich hab's favorisiert, deswegen glaube ich. Ja. Dann hier habe ich ein gutes Gastella entwickelt zu einem Agrostella. Genau hier das Event Dragoran zur Fashion Week. Zweimal. Ein Glückshaspiro getauscht. Viridium habe ich ein paar Mal geradet. Hier schaut mal, auch sehr knapp, Schlappohr. Mein erstes Viscogon habe ich entwickelt. Hier noch ein neues Dragoran. Viridium, Toxiquark, Zapplerang. Ganz viel Zeug eben. Das könnte ich jetzt hier noch ewig weitermachen. Das geht wirklich sehr, sehr weit. Ein Vitora noch, glaube ich, aus einem Ei oder so, was ich eventuell entwickeln werde. Mein erstes Mantidea. Ein gutes Megani entwickelt. Das ist hier zum Tauschen noch. Hier die ganzen Knackracks vom Raid Day. Da war, glaube ich, mein Bestes das hier. Nee. Warte mal. Doch, das war das. Habe ich das gepusht? Ja, ich glaube schon. Und ich glaube, das ist das mit dem erhöhten... Nee. Auf welches mache ich immer die Mega-Entwicklung? Ich weiß gerade gar nicht. Ah, ich glaube auf mein allerbestes, was uralt ist. Ja, ganz viel Zeug, Leute. Ich scroll mal durch. Mein erstes Tukanon entwickelt. Wumpitz natürlich Wumpitz entwickelt. Hier das Miniras ist eventuell auch ein Kandidat mal. Scherox, ganz viel. Staff, Genesect und so weiter. Natürlich hier Diademertos Event noch. Und so weiter und so fort. Das Krypto-Regigas von Giovanni noch. Keine nur 2 Sterne, sehr ärgerlich. Trotzdem natürlich mega gut. Ja, sieht doch nicht verkehrt aus. Ja, jetzt wollte ich noch irgendwas zeigen oder irgendwas machen. Ja genau, ich wollte noch mal wegen Knackra gucken. Das ist mein älteres, genau, das hat, glaube ich, das höchste Mega-Level. Genau.
Ich weiß gar nicht, kostet es irgendwann gar nichts mehr? Massiv verringerte Mega-Energiekosten, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sehe ich hier, dass die Mega-Energien zu Ende gehen langsam. Das ist ziemlich kacke. Ich habe die ein bisschen rausgeschmissen. Aber vielleicht kommt das ja nochmal irgendwann. Ich verabschiede mich jetzt für diese Folge und für diesen langen Recap. Tut mir leid, aber jetzt seid ihr wieder auf einem einigermaßen aktuellen Stand. Und ich blende jetzt einfach noch ein paar Aufnahmen ein von dem Gameplay, was so in letzter Zeit passiert ist. Also meistens, also es sind aber Sachen von, die schon deutlich länger als ein, zwei Wochen her sind. Keine Ahnung, ich blende einfach ein bisschen was ein mit Mucke. Viel Spaß, das war's, wir sehen uns bald wieder, macht's gut, bis dann. Und ganz kurz noch, ganz kurz, am 25. am Sonntag ist Community Day Classic mit Voltilam. Da werde ich eventuell auch eine Folge machen. Jetzt aber, das war's. Bis dann und ciao.